So, und wir sind da mit diesem Yuki bei unserer Dresine oder was auch immer das ist. Wir wollen mal sehen, ob uns der Yuki jetzt irgendwie hier behilflich sein kann. Na komm, komm, komm. Ja, er folgt uns sehr schön. So, und jetzt? Komm schon, Yuki. Na los. Scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, das war's gewesen. Wie soll Kate jetzt noch darüber kommen? Oh mein Gott, gut. Oh, sie ist ausgestiegen. Habt ihr vor uns die hessischen Burghoff-Brüder gesehen? Mann, sind das ein paar Vögel. Der Yuki bellt. Ich komme hier auch nicht hoch. Vielleicht sollen wir ihm mal folgen? Nein. Also da rennt uns nicht voraus. Wohin geht's jetzt hier eigentlich? Kate bewegt sich gerade. Oh, jetzt doch. Jetzt bewegt sich die gute Kate. Fräulein Walker, das Elfenbein gehört uns. Bleib bloß weg, du Fettwanst. Siehst du nicht, dass du viel zu schwer bist? Zu Fettwanst. Okay, also man sieht, die Burghoff-Brüder sind wahrscheinlich auf das Elfenbein von den Mammuts scharf. Machen wir mal weiter. Ich sehe hier überhaupt nicht, wo ich langlaufen kann. Ich muss das jetzt einfach hier irgendwie probieren und ich hoffe, ich übersehe hier nichts. Ich dann noch eventuell einsammeln muss oder irgendwie. Kate, ja, was macht Kate? Ich denke mal, sie wird wohl versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Hier können wir etwas untersuchen. Ich muss dieses Eis zum Schmelzen bringen. Ich muss dieses Eis zum Schmelzen bringen. Wir haben ja. Oh, wir haben die Streichhölzer noch. Vielleicht geht's ja. Was? Nein? Wieso das denn? Ich muss dieses Eis zum Schmelzen bringen. Was ist das für eine Scheiße? Okay, das geht nicht. Gut, dann brauchen wir bestimmt Holz dafür. Holz und dann anzünden. Ja, dann laufen wir erstmal weiter. Und schauen mal, ob wir irgendwas finden können. Vielleicht Holz oder sowas in der Richtung. Zumindest wäre das ja jetzt eigentlich ganz logisch, wenn es so wäre. So sieht das ja eigentlich ganz schön hier aus. Kate rennt auch nicht, sie läuft nur. Kleine Yuki folgt uns auch. So dumm scheint er ja dann doch gar nicht zu sein. Ich finde ihn eigentlich so richtig niedlich, richtig knuffig. So, möchten wir natürlich aufpassen, ob Kate hier schon irgendwie mal was aufnimmt, was wir vielleicht verbrennen können. Aber es sieht nicht so aus.
Mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Oh. Dieser Hund will einfach nicht hören. Vielleicht ist das auch ein Zeichen. Das war ein Biber? Ja, das sieht aus wie ein angeknabberter Baum. Hör auf damit, Yuki. Du machst dem armen Biber Angst. Okay, was sollen wir hier machen? Geht sich hier Holz irgendwie nehmen oder was? Hör auf damit, Yuki. Du machst dem armen Biber Angst. Hör auf damit, Yuki. Du machst dem armen Biber Angst. Das sieht man hier mal aus einem Bau schon, die Biber. Okay, vielleicht sollen wir auch mal hier einen Baum fällen, dass wir auf die andere Seite kommen. Also diese Idee ist mir jetzt gerade mal so gekommen. Aber Holz kriegen wir hier auch nicht. Hoffentlich geht der Weg hier weiter, ja. Hier macht geht er hin. So großer Wald und kaum trockenes Holz. Jetzt haben wir was Äste. Was machen wir jetzt? Laufen wir gleich zurück? Ja, ich werde gleich zurücklaufen und Feuer machen. Bevor wir hier irgendwie weitergehen. Mal sehen, was an diesem komischen Stein sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas Besonderes sein soll, aber wir schauen mal. Und Yuki wird wohl erst einmal dort bleiben, den Biber weiterhin anbellen. Naja, wir werden ihn schon wieder finden, denke ich. So, jetzt rennt Kate. Vor uns ist sie ja nur lang gelaufen. Sehr schön, Kate. Sportlich, sportlich. Und hier ist es, genau. Sehr schön. Nun wollen wir mal schauen, was hier passiert. Wir benutzen die Äste. Legen wir hier unten hin. Und dann benutzen wir die Streichhölzer. Ich hoffe doch, das funktioniert. Ja, sehr schön. Mal sehen, was wir hier finden. Eis geschmolzen und ein Fisch? Opfergabe. Sollen wir den Yugi verfüttern oder so? Irgendwie? Ich habe keinen Plan. Wir können sie einfach mal probieren. Wenn es falsch ist, dann wird es ja nicht gehen, nicht funktionieren. Zu geben, genau. Den Biber braucht das hoffentlich, denke ich, nicht zu geben. Fragt sich natürlich, wie ein Fisch dorthin kommt. So, wählen wir den Fisch mal aus. Scheint zu funktionieren. Komm schon, Yuki. Na los. Eine Opfergabe für einen Yuki. Auch komisch. Ach, vielleicht locken wir Yuki jetzt auch weg und dieser Biber kommt raus und nagt diesen Baum für uns irgendwann noch um. Dass wir dann irgendwie doch da drüber mal laufen können. Das kann natürlich auch sein. Oh ja. Hörst du das? Braucht es eine Leine. Sehr schön, ist gut, aber erstmal, ob der Weg hier nach unten weiterführt. Bevor wir jetzt auf die andere Seite gehen. Nein, das sieht nicht so aus. Oder doch? Doch, es geht. Am Fuße des Wasserfalls wohnt jemand. Dann kommen wir da hin, Kate? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann zeige ich euch jetzt so schnell. Ich denke doch, dass dieser Baum umgefallen ist. Und dann machen wir hier Schluss.
Und das nächste Mal klettern wir dann über diesen Baumstamm drüber. Also, bis demnächst. Tschüss.